Na und? Als ob du wüsstest, wovon ich rede. Hältst dich wohl für verdammt stark, was? Vielleicht ist es an der Zeit, dass dir mal jemand eine Lektion erteilt. Bestimmt. Jederzeit. Na, dann komm mal. Ich speichere erstmal, weil ich habe keinen Bock, das Gespräch wieder zu machen. Wehr dich! Oh, das tat weh. Wehr dich! Oh, das tat weh. Wehr dich! Schlag doch zurück! Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren bei den Kämpfen. Nicht schlecht. Dann geht das meistens relativ gut mit dieser Taktik. Also blocken, schlagen, blocken, schlagen. Klappt meistens super. Und damit haben wir so einen ersten Kampf bei den Söldnern erledigt. Wir sammeln hier mal ein paar Pflanzen auf, solange wie der Typ da auf dem Boden liegt. Den Bogen von ihm. Kluges Kerl. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Kann ich ihn anlegen? Nee, 5 Geschick. Hallo? Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Okay. Okay, okay, Hallo. Du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ja, hier. Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Alles klar. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Einhandwaffen kann der uns beibringen, okay. Brauchen wir gerade noch nicht. Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, einer von uns zu werden. Aber nur, weil du in unserem letzten Kampf Glück hattest, solltest du nicht übermütig werden. Es gibt eine Menge Jungs auf dem Hof, die noch eine ganze Ecke besser sind als ich. Sentenza zum Beispiel. Er bewacht den Zugang zur Farm. Leg dich bloß nicht mit ihm an. Ja, das, Was ist mit diesem Sentenza? Er wird dir Gold abknöpfen wollen, wenn du zur Farm gehst. Das macht er bei jedem Neuen. Und wenn ich du wäre, dann würde ich bezahlen. Das habe ich damals auch getan. Und das Gute daran war, dass er danach für mich gestimmt hat. Eine Hand wäscht die andere, hat er gemeint. Ich bin zwar all mein Gold losgeworden, aber es war sowieso nicht viel. Und am Ende war ich froh darüber. Ich habe mal gesehen, wie er einen Kerl verprügelt hat, der nicht bezahlen wollte. Danke für den Tipp. Nicht wahr? Denkst du, er ist dir was wert? Hier, nimm 5 Goldstücke. Danke, Mann. Jetzt kann ich mir heute Abend doch wieder einen brennen. Ich werde es dir nicht vergessen. Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Glaub mir, ich hab nichts verpasst. Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch. Und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Das hört sich gut an. Ja, kann er, wollen wir aber nicht. Wir gehen weiter. Der andere Typ hat uns nichts zu sagen. So, und ich war der Meinung, es gibt hier hinten eine Höhle. Irgendwo.
Professor, den wir noch treffen werden, mit uns hingehen will. Ich glaube, die ist sogar hier hinten irgendwo. Und ich war der Meinung, wenn man irgendwo hier rechts an der Höhle vorbeigeht, findet man eine Waffe. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich werde jetzt nicht hier den ganzen Weg absuchen. Ich werde nur ein bisschen hier mal hinten an der Höhle entlang gehen. Da ist nämlich so ein Feuer. Hier ist eine Steintafel, die nehmen wir noch mit. Ich weiß es nicht mehr genau, ob das wirklich hier war. Es kann auch wohl ganz anders gewesen sein. Oder man muss auch ein ganzes Stück weiterlaufen. Das kann auch sein. Hier liegt noch eine Steintafel. Und ein paar Heilpflanzen. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir mal zu dem Feuer und gucken mal, was da ist. Wie gesagt, ich kann mich auch täuschen. Und hier ist gar nichts wahrscheinlich. Was ist da oben? Reden welche, aber... Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Schlösserknacken kann ich noch nicht. Genau, hier ist noch so ein Typus. Den meine ich aber auch nicht. Krom. Krom reden wir jetzt gerade erstmal auch nicht. Na gut, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich komplett irre. Und wir gehen dementsprechend auch erstmal weiter zu den Söldnern. So. Einmal hier um die Ecke, damit wir wieder Richtung Weg kommen. Wir wollen uns ja nicht direkt von hinten reinschleichen in das Lager. Sonst kriegen wir sie nachher noch auf den Deckel. Das wollen wir ja nicht. Da ist übrigens der Eingang und da steht Sentenza. Und hier ist der gute Fester, den ich meinte. Zu dem gehen wir jetzt mal. Hey. Und red mit dem. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich's überlebe. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen, was du drauf hast. Na gut, lass uns die Viecher gemeinsam angreifen. Okay, na dann leg mal los. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest noch mal zum Hof gehen. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Klar, kein Ding. Fressen aber erstmal noch was. Ja, genau. Sehe ich genauso. Geh du mal vor. Und erledige die Viecher. Ein Mistvieh weniger. Oh, das sind ja alle, ne? Ist keiner mehr? Nichts zu holen. Nichts zu holen, alles klar. Da ist nichts zu holen. Na, Junge. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Okay. Machen wir. Aber erstmal plündere ich noch alles hier. Na komm. Wie viel Gold liegt denn hier rum, ey? Oder Butlerfleisch nehmen wir noch mit. Ansonsten ist hier auch nichts mehr. Doch, eine rostige Axt. Na komm. Ein rostiges Schwert. Und noch ein bisschen Butlerfleisch.
Na gut. Dann gehen wir wieder zurück zu Fester. Dachchen, na, Kollege. Warte mal. Was ist mit unserer Abmachung? Willst du mich verarschen? Du hast nichts dafür getan. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Oh, ja, mir auch. So, selbe Taktik wie eben. Klappt meistens ja ganz gut. Zumindest bei einem Gegner. Bei mehreren Gegnern muss man das Ganze natürlich ein bisschen anders gestalten. Aber in dem Fall kein Problem für uns. Bogen nehmen wir natürlich auch wieder mit. Und das ganze Gold nehmen wir ihm auch ab. Nichts zu holen. Mein Kollege. Und jetzt warten wir, bis er wieder hochkommt. Und fragen ihn mal, was der ganze Scheiß sollte. Kollege, was geht? Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ach nö. Diesmal hauen wir den nicht mehr um. Also, auf zu Sentenza. Na, Kollege? Wo willst du hin? Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Okay. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Alles gut, Kollege. Kann ich noch mit dem reden? Hey. Kann ich. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Mhm. Sollst du mir deine Stimme geben? Aber warum denn nicht? 50 Goldstücke sind doch ein fairer Preis für eine Stimme, denkst du nicht? Na ja, klar. So, redst du auch mit mir? Nee. Ich hab mir das Rott auch nicht. Wolf auch nicht. Hier müssen wir jetzt erstmal hin. Denn der hat was für uns. Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Das hat er doch vorher gewusst. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Vielleicht ist er schwul. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Ah, klar. Zeig mal her. So, normalerweise kann man bei ihm die Ork-Waffe kaufen, die er auf dem Rücken hat. Aber da er sie, wie gesagt, auf dem Rücken hat, können wir sie natürlich nicht kaufen. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt. Ja, aber man kriegt noch anders eine Ork-Waffe. So ist das nicht. Also das können wir alles verkaufen. Das brauchen wir alles nicht. Hat er sonst irgendwas für uns? Pfeile... Bogen, Weidenbogen, 25 Schaden unserer Macht, keine Ahnung wie viel. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ach, wir haben auch schon Weidenbogen, alles klar. Ich bin ganz da. Dann können wir dem vielleicht eine Waffe irgendwie. Ne, interessiert ihn nicht, wenn wir unsere Waffe ziehen. Na gut, dann quatschen wir weiter mit dem. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen?
Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen.